und herzlich willkommen zurück zu Enigma 2, die Nebel von Ravenwood. Ja, beim letzten Mal sind wir hier an dieser wunderbaren Wand deutlich weitergekommen. Wir haben jetzt einen Verdächtigen, beziehungsweise können eigentlich schon davon ausgehen, dass es Woodmarsh ist, der das Ganze hier so ein bisschen verschleiern möchte und hinter dem Ganzen steckt. Dann sind wir ja noch auf der Suche nach Simmons, nach der Familie Simmons. Und ja, dann natürlich noch versuchen herauszufinden, was es mit den ganzen Morden hier auf sich hat. Und mit unserem freaky, creepy Typen hier reden wir einmal kurz. You said you would tell me more about our enemy. The one who kidnapped that family is the one who imprisoned me here, and the one whose story I tell. You've challenged no mere man, Detective. Whitmarsh, as he calls himself now, possesses skills you may consider unnatural. You've already witnessed some of them. Yes, the foggy beast is but an emanation of his power. Search his manor. There have to be secret chambers where he keeps his victims. Be careful, though. Minions of the Raven keep their eyes wide open all the time. Here, take this. I hope you'll find it useful in your search. Okay. Weiß nur noch nicht, wofür wir es brauchen, aber okay. Passt. Nee, damit können wir jetzt nichts zerbrechen. Aber hiermit. Das liegt jetzt da oben natürlich, ne? Kabel. Okay, hier dieses Blitzgedingsel. Einmal. So. Das hätten wir einmal. Mit dem grünen brauchen wir hier so einen Kasten. Kasten und das Ding. Einmal. Nee. War so ein einfacher Strich, ne? Das Blaue ist auch schon fertig, ne? Ja, wo kriege ich denn jetzt diesen fetten Streifen her? Hä? Auf dem Ding war ich doch. Also. Nee, ich brauche. Warte mal. Tada! Jetzt hab ich's. Es funktioniert. Jetzt will ich aber erstmal natürlich noch gucken, ob ich nicht irgendwo was übersehen habe. Weil ich Angst habe, dass wir dann vielleicht nicht mehr zurückkommen oder so. Deswegen würde ich mich gerne noch einmal umsehen. Nach allem Möglichen. Ja, das hier ist nichts. So, hier hatten wir zumindest schon 2 plus ein Schmetterling.
So, hier war auch nicht scheinbar. Hier war auch zweimal. Genauso wie hier hinten zweimal. Hinten kommen wir auch nicht zurück. Und unten im Keller war nichts. Okay. Barkarte haben wir. Like I lost a few of my heavier tools. Something tells me this wasn't our last meeting. Ja. Wahrscheinlich. So. Das Ding ist wohl out of order. Was gibt es zu viel, woran ich mich schneiden könnte? Ich werde nicht dorthin zurückkehren. Okay. Will mich nicht schneiden. Okay. Hier können wir gerade noch nichts machen. Hier ist ein Metterling. Ich muss gerade mal gucken, was fehlt uns eigentlich? Also wir brauchen alle Illusionsobjekte. Alle paar Bildspiele ab, okay. Also wenn wir nicht alle Schmetterlinge kriegen, ist das nicht so wild. Okay. Geht da jetzt mehr um die Illusionsobjekte. Von denen ich jetzt hier aber gerade keinen mehr sehe. Was würde ich damit so machen wollen? Es ist unmöglich, von dort nach oben zu gelangen. Okay. Jetzt bin ich aber echt überfragt. The monster is gone. I've got a bad feeling in my gut. Okay. Gut. Der erste Tipp, den wir gebraucht haben bisher. Hier mit Draht einmal zusammenbinden.
Okay. Wir brauchen eine Art Hebel. So. Okay, wir brauchen Teile. Wir basteln uns jetzt einfach irgendwas wieder zusammen. Da haben wir zu viel geklickt. Total verrostet. Jetzt. Wir haben hier Schnur. Gerne Pinökels. Und das Ding. Dann war eine Angel. Was sollen wir jetzt bitte mit der Rettungsweste machen? Ja, nee. Ist klar. Da ist ein Illusionsobjekt. Die wundervolle Treppe. Das Schild ebenfalls. Da ist ein Metterling. 11 von 30 haben wir. Der Bahnhof, ich befinde mich direkt darunter. Oh ja, das tun wir. Ah, hier ist dieses Adler-Symbol. Oder Rabensymbol ist es. Geschieht es. Und Batterien. Also zu den Beweisen komme ich gerade nicht. Schade. Neben dem Deckel ist ein kleiner Spalt. Ein dünnes Werkzeug würde helfen. Gut, das will nicht. Das Gitter scheint zu schwer, um es ohne Hebel aufzuheben. Okay. Dann das einmal. Bräuchten wir nur irgendwie eine Leiter. Light and smoke. Is someone there? Okay, das Viech will uns das nicht geben. Müssen wir, glaube ich, bei 13 sein. Und das war ein schlampiger Esser. Gut, das heißt, da müssten wir Wasser reingießen. Das Logo des Ravenwood Parks. Ich denke mal, das ist so eine Art Münzpresse. Hier ist einmal was. Da ist auch einmal was. Hälfte haben wir. Hälfte haben wir. Das ist etwas sehr verrostet. Metalling. Der Kran wurde genutzt, um Baumstämme anzuheben, nachdem die Flussabwärts transportiert wurden und sie dann auf den Zug zu laden. Okay.
Zum Glück kommen diese Wimmelpassagen automatisch, so dass man die wenigstens nicht suchen muss. Who is that? And what is he doing here? Geht er so weiter wie beim letzten Mal? So. Läuft doch gut, würde ich sagen. Kondition zum Anlassen des Motors. Max Wasserpegel, volle Hitze und ein bisschen Glück. Ah ja. Okay, Wasserpumpe. Die Wasserpumpe können wir bestimmt für die andere Seite benutzen. Also für hier. Da brauchen wir Pfropfen für. Mit so einem Pfropfen? Nee. Leider nicht. Hier ist ein Pfropfen. Ja, hab ich vorher gar nicht drin gesucht. Auch gut. So. Pfropfen. Wasser. Nüsse. Nüsse, Eichhörnchen. Danke. Haben wir das nächste Beweisstück. Oh, Abflieger. Und hier könnten wir bestimmt. I know this place. Tada. Now I can reach the rest of the park. Tada, tada, tada. So. Einmal. So, hier können wir die Batterien rein. Pfeffern. A monster? Oh, sweetheart. There's no such thing as monsters. In the camper, they went differently than I thought. Becky, she hasn't been taken by the beast. Something distracted it. Then she escaped with, or was taken by, whoever that was. It couldn't have been Whitmarsh. Why would he intervene to stop his own pet? If not Whitmarsh, then who? And where is she? One thing we know for sure. The investigation goes double track now. The girl and her parents got separated. Okay. This hair clip belonged to the girl? Exactly. I found it down there in the middle of the park, pretty far from Whitmarsh's house. And I saw someone by the river. It may or may not be the same person who took her from the camper. Caution, detective. He could be working for Whitmarsh. I'm not concerned about the risk. First, I need to cross the river. Okay.
Ja, das werden wir aber erst beim nächsten Mal machen mit dem Wir beobachten den Fremden. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. It's been 2 years since the events of Maple Creek, and I'm still on the hunt for the creature. So far, he stayed one step ahead. But I have a lead.